Mit Hilfe von Schutzmaßnahmen kann eine Verjüngung dieser Wälder gewährleistet werden. Dass sie sehr massiv geschädigt sind. Und er hat mir dort an Ort und Stelle gezeigt, eine Nullparzelle, wo das Wild durch Einzäunung keinen Zugang zum Verbiss gehabt hat. Und es war ganz krass. Wenn wir in Zukunft auch unsere Wälder nützen wollen und wir unsere Wälder sicherlich für die Energieverbrauch brauchen werden müssen. Und da bin ich in einer Meinung mit ihm. Ich glaube, dass die Wildschädenabwicklung verbessert werden müsste, und nämlich in folgendermaßen. Da sagt der Rechnungshofbericht, in den meisten Bundesländern so ist, dass anschließend das Gericht das letzte Wort hat bei den Wildschäden. Die fachliche Eignung der Schlichter spricht auch der Wildschaden der Rechnungshofbericht an. Meiner Meinung nach müsste ein Schlichter, wie soll wirklich erkennt werden, ob das eine führende Paar, ja, weil die Ferkel dabei sind oder die Frischling dabei sind, sehr wohl. Ist natürlich auch beim Rotwild die Kronen, die Kronenregelung, genau, die Kronenregelung. Wenn das ein Kronenhirsch ist, dass man die, und die sind eingeteilt in die niederösterreichische Integration. Wenn man sich den Integrationsbericht anschaut, kommt man zur Meinung, es wäre gut, wenn sich wir integrieren. Besonders in Wirklichkeit ist doch durch die Einführung des Euros wieder dort etwas sparen dass die Menschen dort nicht so viel Ausgaben haben und ihnen ein Geld im Sack bleibt. Die was zu den gestiegenen Lebensmittelpreisen. Und vor allem, dass die die Betriebsmittelpreise seit der EU-Osterweiterung sind es täglich ein weiterer Milchkuhbetrieb in Mecklenburg vorkommen. Der Artikel ist sicherlich genau seit, er ist nicht da frisch, aber der ist jedenfalls, ich glaube, das dann geben. Was? Jedenfalls ist brandaktuell jetzt zuvor, wenn er sagt, er war in den USA und es ist ein Massviehbetrieb mit 3000 Rindern, und er sagt dann dazu, wenn ihr nicht glaubt, fahrt um und schaut euch das an.